Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und stehe hier am Ammersee, um Bilder zu machen. Ganz oft bin ich hier aber nicht alleine, sondern auch mit anderen Landschaftsfotografen, denen ich das Thema Langzeitbelichtungen hier am See näher bringe. Und da kommt immer wieder die Frage auf, was für Filter verwendest du? Lohnt sich denn der Umstieg zwischen diesen Schraubfiltern auf das Steckfiltersystem und wenn, welche soll ich mir kaufen? Dann kann ich eigentlich immer nur über meine Filter oder mein Filterset sprechen, welches ich benutze. Ich benutze eigentlich immer so zwei, eins von Haida und eins von Nisi. Und dann kommt auch gleich immer die Ansage, oh, ich weiß aber gar nicht, ob mir das taugt und diese Systeme sind mir zu teuer. Ja, und die Frage ist, auf was kann man denn sonst noch umsteigen, was vielleicht im mittleren Preissegment liegt? Und da passt mir die Faust aufs Auge. K&F hat mich angeschrieben, ob ich mal ihr Filtersystem testen will. Und hier ist die Packung. Ich habe jetzt gerade das Ding zugeschickt gekriegt und will jetzt diese wenigen Minuten beim Sonnenuntergang noch nutzen, um dieses Filtersystem von K&F mal auszuprobieren. Das ganze System mit ND-Filter liegt so bei 280 Euro momentan, habe ich nachgeschaut. Und das gehört jetzt nicht zu den billigsten Systemen, aber auch nicht zu den sehr teuren. Weil wenn ich das so vergleiche mit meinen Filtern, die ich allein schon verwende, die kosten schon 150 Euro das Stück. Da ist noch kein Filterhalter dabei. Und hier habt ihr irgendwie zwei, drei ND-Filter, sehe ich gerade. Und den Halter. Jetzt nehme ich euch mal mit, zeige euch, wie das System funktioniert und ob es mir persönlich auch taugt und ob ich das weiterempfehlen kann. Was mich besonders bei diesem Test hier interessiert, ist, wie ist das Handling vor Ort. Ja? Und ihr kriegt es direkt mit, wenn ich es draufstecke, wie ich damit zurechtkomme. Schauen wir mal, was hier in der Packung drin ist. Schon mal der Filterhalter an sich. Und hier sehe ich, hier sind gleich zwei, drei, vier so Adapterringe dabei. Da kommt es wahrscheinlich darauf an, welche Objektivgröße man hat, weil hier ohne Adapterring kann man nichts mit anfangen. Der sieht groß aus, vielleicht ist es der 82er. Ja, dann habe ich echt gut reingegriffen. Adapterring für 82 mm. Schätz mal, der wird ganz einfach hier drauf geschraubt. Passt, ist fest. Jetzt kriege ich das Ding nicht mehr ab, geil. Also, Fehler Nummer 1. Erst den Ring draufschrauben. So. Meines Metallgewinde, das ist schon mal gut. Und jetzt gibt es hier Open and Lock. Gut, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das hier einfach so reingesteckt wird. Open, Lock. Okay, das war's schon, oder was? Cool. Läuft. Ist dran. Ah, CPL. Gut, hier kann ich jetzt einen CPL, also das heißt einen Polfilter reinschrauben. Dann suche ich den mal. Der ist hier auch schön mit drin und verpackt. Checken wir den mal aus. Versuche ich mal gleich von Anfang an keine Fingerdatscher drauf zu machen. Und setze den jetzt hier vorne mal ein. Aha. Ist drin, Freunde. Schau erst mal kurz durch die Kamera, um zu sehen, ob der schon irgendeine Auswirkung hat. Wenn ich hier an dem Filterhalter drehe, ja, es funktioniert. Dunkelt mir das Wasser ab und nimmt die Reflexionen raus, so wie es eigentlich sein muss. Was nehmen wir jetzt? Die Sonne geht gleich unter, da reicht mir eigentlich ein 64er Filter. Ein ND8, der ist mir noch zu schwach. ND64 ist dabei. Und ein ND1000. Okay, alle drei Filter. Das sind alles ND-Filter. Und kurz vor Sonnenuntergang weiß ich, da komme ich mit dem 1,8er bzw. dem 64er Filter sehr gut hin. Weil ich da so um die 4-5 Sekunden belichten kann. Mehr brauche ich hier jetzt auch nicht. Der Rahmen ist aus Plastik, aber harten Plastik. Jetzt gehe ich hier mal von aus, dass der hier einfach so reingesteckt wird. Gut, das hat jetzt hier den Vorteil,
dass man keine Fingertatscher auf den Filter macht. Und den setze ich hier mal gleich ins allererste Fach ein, oder? Müsste ja klappen. Und? Läuft? Ist drin? Okay, Freunde. Die Wurzel hier im Hintergrund, die werde ich mir jetzt mal als erste schnappen und da mal das erste Foto mitmachen. Ah, hier gibt es eine Schraube, schaut her. Mit der Schraube arretiere ich hier den Filterhalter und dann ist er wirklich fest, wenn ich hier zudrehe und dann hält er tatsächlich. Sau gut, das wollte ich eigentlich. Sehr gut. Und um hier die Wurzel zu fotografieren, gehe ich jetzt in dem Fall auch ein bisschen niedriger mal mit dem Stativ. Aber nicht zu niedrig. Und drehe die Belichtungszeit hoch auf 5-6 Sekunden. Ich habe jetzt auch bewusst genau diese Höhe der Kamera gewählt, damit sich der Baum noch im Wasser befindet. Also wenn ich tiefer gehen würde, würde ich diese Wurzel aus dem Wasser herausheben und dann schneidet die sich wieder mit dem Horizont. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen mache ich das jetzt so. Okay, also alles in allem habe ich jetzt, glaube ich, nur so an die 2 Minuten gebraucht, um hier das System draufzusetzen. So, ich mache mir das jetzt auch einfach. Ich fokussiere jetzt einfach hier per Touch hier auf die Wurzel. Schieß ab, 6 Sekunden lang. Okay, jetzt bin ich auf einer 4er Blende, 6 Sekunden Belichtungszeit, die Sonne ist schon weg. Machen wir mal das Bild, schauen, was der ND-Filter kann, weil es ist ja echt so, es gibt diese ultra billigen Artikel und die sehr teuren Artikel. Ich vergleiche das ja immer gerne auch so mit Sonnenbrillen. Wenn ihr euch am Strand irgendwo von so einem Strandverkäufer eine ultra billige Sonnenbrille für 10 Euro kauft und damit in die Sonne schaut, dann werdet ihr blind und habt keine Freude damit. Dann gibt es auch wieder Sonnenbrillen, die kosten 200, 300 Euro. Ob die dann ihr Geld wert sind, ist auch die Frage, aber von der Qualität her sind die meistens ja angenehmer, auch fürs Auge, und man sieht einfach schöner. Und bei den Filtern ist es jetzt so, da ist, im Prinzip ist es ja auch nur Glas und wenn man jetzt mehr Geld investiert, hat man auch am Ende meistens einen schöneren Output und das sieht man dann auch höchstwahrscheinlich in der Bildnachbearbeitung, dass mit sehr teuren Filtern schönere Bilder zustande kommen. Aber die Frage ist halt, kann man auch mit Filtern im mittleren Preissegment schöne Langzeitbelichtungen anfertigen? Das will ich einfach wissen. Das probieren wir aus. So, wie ist das Bild? Ich sehe hier keine Flecken oder irgendwas in dem Bild. Meins kann man schon mal so mitnehmen, das Foto. Boah. Jetzt fotografiere ich auch mal in die andere Richtung, um noch ein bisschen was von den Wolken zu sehen. Was mir jetzt hier echt anmacht, ist diese Wolkenfront, die jetzt richtig schön rot angeleuchtet wird von der untergehenden Sonne. Und bin ich mal gespannt, wie hier der Filter performt. Hier auch wieder so auf 6 Sekunden Belichtungszeit werde hier eine 8er Blende nehme ich. Mache jetzt mal das Foto, fokussiere hier auf meine kleine Wurzel. Dann bin ich echt mega gespannt, ja, ob das hier was ist, ob der Filter was taugt. Bam! Eigentlich ganz geil, Freunde. Wichtig ist mir auch immer das Handling im Hochformat, wie das hier so funktioniert. Schraube hier an der Schraube und kann den schön umdrehen. Ja, das funktioniert gut. So, jetzt bin ich hier im Busch. Nicht verwackeln. Mal schauen, wie das will. Bam! Funktioniert echt gut, hey. So, da ist jetzt schon
dunkler geworden ist, probiere jetzt den ND8 aus. Ich muss jetzt auch gar nicht mehr so ultra lang belichten. Aber der Rahmen ist derselbe, geht genauso geschmeidig rein, dichtet auch echt gut ab. Mal schauen, wie dieses Hochkantbild wird. Okay, stelle ich nochmal die 2 Sekunden Auslöseverzögerung ein. Da ich jetzt einen viel, viel schwächeren ND-Filter drin habe, muss ich natürlich nicht mehr so lange belichten. Super, gefällt mir. Aber ein Punkt fällt mir hier auch gleich auf. Die Tasche ist aus Leder, magnetisch, alles cool, alles gut. Man kann sie hier auch sogar am Stativ anbringen. Aber wenn ich jetzt Verlaufsfilter habe, die sind 150 mm lang, passen die hier nicht rein. Da gucken die ein Stück drüber und dann bringt mir der Deckel nichts. Also dann müsste man sich wirklich eine größere Tasche von K&F oder von einer anderen Firma kaufen, damit auch die Verlaufsfilter reinpassen. Das teste ich im Studio dann daheim dann nochmal. Aber das fällt mir hier so gleich auf. Was auch ganz gut ist an der Tasche, die einzelnen Fächer sind alle gut abgetrennt, gepolstert. Das ist auch wirklich cool, wenn man halt mehrere ND-Filter zur Verfügung hat, kann man je nach Lichtsituation bei Sonnenuntergang schnell wechseln. Ja, das ist halt schon ein Riesenvorteil. So, jetzt habe ich mich mit der Wurzel genug gespielt. Da vorne liegt noch so ein Baumstamm. Und ihr kennt ja auch aus einem anderen Video. Da halte ich jetzt auch mal drauf, hier mit dem ND-Filter. So, jetzt belichte ich hier 4 Sekunden lang auf einer F16 mit dem ND-Filter. Und das Rot ist jetzt leider weg aus den Wolken. Leider, leider. Aber das macht nichts. Ich will einfach sehen, ob der Filter was taugt. So, boom. Nice, Leute. Schön. Anderes Motiv. Why not? So, also mein erster Eindruck ist relativ gut von dem Ding. Der Polfilter hat funktioniert, so wie er funktionieren soll. Den ND-Filter kann man hier wirklich gut reinschieben. Also es geht leichtgängig. Man hat 2 Fächer, also man kann Filter kombinieren, wenn es jetzt viel heller ist oder man will lang belichten, um zum Beispiel Wolkenzieher aufzunehmen. Ich probiere jetzt auch mal den 2. Slot auf, ob das genauso schön reingeht. Sitzt, saugut. Passt. Also irgendwie freunde ich mich gerade ein bisschen an mit dem Rahmen, ja, weil die ganzen Fingertoucher bleiben einfach aus. Damit habe ich oft zu kämpfen. Ja. Und hier den Polfilter kann man hier genau so rausnehmen. Eigentlich auch schöne Sache. Zack, ist drin. Es interessiert mich aber eine Sache noch. Und zwar, wie ist es, wenn ich jetzt das System abbauen und anbauen möchte, ohne dass ich diesen Adapterring für den Filterhalter abschraube. Jetzt probieren wir das mal, ob das funktioniert. So würde ich ihn abschrauben, direkt in meine Fototasche reintun, Objektiv drauf. Wenn es schnell gehen muss, komme ich, nehme den, zusammengebaut, setze ihn drauf. Zack. Und er ist fest. Wenn ich ihn drehen will, lockere ich das Ganze. Okay, also, wenn die Bilder jetzt noch in der Nachbearbeitung überzeugen, dann werdet ihr sehen, ob ich diesen Filter weiterempfehlen kann. Wir sehen uns gleich am Rechner. Ich starte immer gern mit dieser automatischen Anpassung der Tonwerte in dem Bild und als zweites gehe ich dann auch ganz gerne hier in den linearen Verlauf, um den Vordergrund etwas zu bearbeiten. Da packe ich meistens den Dunstregler an und ihr seht, ich ziehe den jetzt hier ein bisschen nach oben, aber nicht zu sehr, sonst schaut es wieder sehr, sehr künstlich aus. Aber so kriege ich einfach die Reflexion ein bisschen raus und passe oben auch noch den Weißabgleich des Wassers an. Also ich habe ihn jetzt leicht bläulich gesetzt. Oben im Himmel ist auch ein ähnliches Spiel. Hier werde ich auch den Dunstfilter einsetzen, den Dunst da rausziehen, dass die Wolken einfach noch besser sichtbar sind
Und ich färbe sie auch ganz leicht rötlich ein, hier auch über den Weißabgleich. Was noch zu sagen ist, was ich hier ganz gerne noch mache in der Gesamtansicht, ist die Lichter runtersetzen. Hier vielleicht auch noch ein kleines bisschen an den Dunstfilter arbeiten und hier die Klarheit minimal hochsetzen, dass das hier in sich ein stimmiges Bild ist. Na, die Tiefen und das Weiß lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Es soll ja schön farbenfroh und hell ankommen und nicht Debri. Somit bin ich eigentlich schon mit dem Bild sehr, sehr zufrieden und man sieht, die Filter taugen. Ich habe hier keine krassen Farbverschiebungen. Hier bei der Perspektive gehe ich es ganz genauso an, beschneide hier vielleicht nochmal kurz das Bild hier um den Ast, der mich ein bisschen stört, da oben. Aber auch hier seht ihr, ich mache erstmal die automatische Anpassung und dann bearbeite ich hier über die Maske bzw. den Himmel, wähle ich aus, setze da wieder den Dunstfilter an, ziehe die Lichter ein bisschen nach unten, ja, gehe hier wieder ein bisschen ins Rote, Rötliche. Der Dunstfilter macht es alles wieder schön blau. Und jetzt kommt noch der Vordergrund dran, das über den linearen Verlauf. Und so habt ihr wirklich einen guten Einblick, wie ich meine Bilder bearbeite. Und so seht ihr auch, dass sich die Wurzel wirklich kaum von der Wasserkante da abhebt. Es ist von der Bildkomposition cool, bis auf diesen linken Baumstamm, der jetzt da am Ufer liegt. Der stört mich ein bisschen, aber das war jetzt einfach vor Ort so. Ich möchte das Bild jetzt nicht mehr in Photoshop irgendwie weiter bearbeiten. Aber so mit der Bildqualität der Filter bin ich absolut zufrieden. Das Bild ist knackscharf. Und das ist auch egal, aus welcher Perspektive ich diese Wurzel bearbeite. Könnt ihr sehen, ich gehe immer nach demselben Schema vor, hält den Vordergrund etwas auf, wieder mit dem Verlaufsfilter. Und das mache ich eigentlich in allen meinen Landschaftsbildern am See so. Das ist immer der gleiche Style. Und so haben meine Bilder alle einen Wiedererkennungswert, weil sie einfach immer gleich bearbeitet sind. Wie ihr gesehen habt, war ich in der Lage, mit diesem Filtersystem von K&F Concept Square Filter System Pro ganz schöne Bilder am See machen und bin auch sehr schnell damit gut zurechtgekommen. Ich zeige euch jetzt nochmal, was in der Box drin ist, was euch erwartet, wenn ihr dieses 7:1 System kauft. Also, hier ist eine Anleitung, die auf Englisch, Französisch und Deutsch vorhanden ist, aber die habe ich nicht gebraucht. Und dann ist eigentlich hier diese Tasche sehr schön verpackt, in Schaumstoff ummantelt. Kriegt man ganz schwer raus, aber dafür ist alles gut geschützt. Und hier ist jetzt eben diese Filtertasche, die man wirklich auch draußen mitnehmen kann, die super gut in den Rucksack passt. Mit dabei sind, jetzt hole ich die mal raus, Adapterringe und zwar genau 4 Stück. Also das heißt, für euer Landschaftsfotografie-Objektiv soll da auch der richtige dabei sein. Ich fotografiere mit meinem Sony-Objektiv, dem 1635, das hat ein 82mm Filtergewinde und diesen Filteradapter oder diesen Ring habe ich auf dem Filterhalter drauf. Dann kommt hier noch ein Adapterring für 77mm, 72mm und 67mm, also das sind so die gängigsten Objektivfiltergrößen, die es so gibt. Hier das Haupt oder ja, die Basis des ganzen Filtersystems ist dieser schöne Filterhalter, der aus Metall gefertigt ist. Hier die Nasen, die sind aus hartem Plastik gefertigt und verschraubt. Genau, ein Polfilter ist mit dabei. Der ist hier auch in einem einzelnen Fach, könnt ihr mal sehen, in einem einzelnen Fach hier in der Ledertasche verpackt, damit man den, ich hoffe auch ihr macht es dann richtig, wenn ihr den Filter habt, richtig rum hier einsetzt und hier mit dem Hebel, zack, rastet ein. Dieses Geräusch ist aber auch echt gut. Da weißt du, dass der sitzt. Genau, hier hat dann der Filter diesen Lockmechanismus, die Schraube zum Versperren, dass der nicht mehr verdreht. Und dann gibt es einfach noch das Rad und das ist wirklich griffig, da kommst du auch mit dem Handschuh im Winter gut ran, um den Polfilter zu drehen.
So, mit in dem Set drin, das ist ganz pfiffig gelöst, ist jetzt hier diese Tasche mit den drei ND-Filtern, die drin sind. Der schwächste ND-Filter ist hier der ND 0.8, nee, ND8 0.9, also ein 8er ND-Filter. Dann habt ihr einen 64 ND-Filter. Und für sehr sonnige Tage den 1000er. Ja. 3.0 wird er ja auch genannt. Meine Bedenken draußen am See habt ihr ja schon mitbekommen, dass hier höchstwahrscheinlich keine Verlaufsfilter in die Tasche passen. Jetzt probieren wir das gleich mal aus. Ich habe hier einen Verlaufsfilter. Und wenn ich den jetzt hier so in die Tasche reinstecke, passt er gerade so rein. Allerdings, wenn ich mir jetzt für diesen Verlaufsfilter den dazugehörigen Filter, also diesen Filterrahmen, besorge, dann steht er oben über und dann kann ich die Tasche nicht mehr verwenden. Also ist das jetzt hier tatsächlich mein einziger Kritikpunkt, ist diese Tasche, da sie für meine Anwendungszwecke nicht optimal ist. Ich würde, wenn ich Landschaftsfotos mache, auch immer gerne einen Verlaufsfilter mitnehmen. Somit müsste ich auf meine andere Filtertasche einfach umsteigen und da diese Filter und den Verlaufsfilter unterbringen. Ansonsten, Mai, kann ich dir tatsächlich eine Empfehlung abgeben zu dem Filterhalter. Er ist wertig. Es hat Spaß gemacht, mit dem Fotografieren zu gehen. Und den werde ich jetzt auch immer wieder bei meinen Fotocoachings oder Workshops mitnehmen, um ja, den Teilnehmern einfach auch die Möglichkeit geben, dieses Filtersystem auszuprobieren. Denn es kommt tatsächlich immer welche an, die haben einfach diese Schraubfilter, die Schraub-ND-Filter, was auch funktioniert, aber die einfach Interesse haben an so einem Filterhalter im mittleren Preissegment. Und da ist er wirklich gut aufgehoben. Und ja, wenn ihr Interesse habt an dem Teil, schaut euch den an. Ich verlinke den Filter unten oder in das Filtersystem unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid bei diesem Review. Bye bye, euer Sigi vom Ammersee.